Ja, moin Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Dies hier ist mein Beitrag zu einem Passaround ins Leben gerufen vom lieben Stefan, Kanal Stefan123321. Wer diese Nummer noch nicht drauf hat, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Ich bin der Letzte in der Runde und ich muss zugeben, es hat ein bisschen gedauert bei mir. Ja, wie so oft kam das Leben dazwischen. Jetzt ist es soweit. Real Steel Furrier, kleine Fixed Blades mit Ringtail. Die anderen Teilnehmer haben natürlich die Videos schon längere Zeit veröffentlicht. Grüße gehen raus sowohl an den Stefan, der uns diese Modelle zur Verfügung gestellt hat, der sie wiederum von Real Steel selbst zur Verfügung gestellt bekommen hat, aber selbstverständlich auch an den Lars und an den Phil. Ich werde die Videos der Jungs selbstverständlich bei mir unten verlinken. Schaut unbedingt mal rein. Ich gebe zu, ich habe natürlich auch reingeschaut beim Stefan direkt zu Beginn. Da hatte ich mich dann auch schriftlich beworben als Teilnehmer. Ich glaube, das Video war irgendwann Ende Juni, Anfang Juli. Und ich gebe es zu, bei den anderen habe ich schon reingeschaut, obwohl ich mich da eigentlich nicht beeinflussen lassen wollte. Allerdings kam es dann auch zum kleinen Zwischenfall. Wer die Videos gesehen hat, wird wissen, wovon ich spreche. Dass ich natürlich scharf drauf war, zu erfahren, wie es dazu gekommen ist. Und ich muss gestehen, nach eingehender Betrachtung der Messer ist das definitiv sehr gut nachvollziehbar. Ich nehme jetzt mal den einen Karton beiseite. Wir packen das Teil einfach mal zusammen aus der Kiste. Typischer Real Steel Karton, so ein bisschen in dieser, ja, nennen wir es mal Seidenpapier-Optik. Eigentlich ganz nice, ist aber tatsächlich auch mittlerweile ein bisschen in die Jahre gekommen. Vielleicht würde dem Ganzen noch mal ein etwas frischeres, neues Design gut tun. Die Hersteller schrauben ja oft so ein bisschen am Design, einfach um die Marke interessant und frisch zu halten. Und ja, gerade die Verpackung ist da vielleicht ein guter erster Schritt, da mal anzusetzen. Ansonsten alles, wie wir es gewohnt sind. Kleiner Aufkleber in dem Fall ist es das Furrier Skinner, Olive Wood, also Olivenholz, Griffschalen und die Stock Number nochmal aufgedruckt. Ansonsten, wie wir es kennen, das Real Steel Logo auf den Enden und unten drunter ja nichts. Innenliegend. Dann ja, der übliche kleine Beipackzettel, die Gebrauchsanleitung zur Wartung und Pflege, hauptsächlich der Klappmesser. Relativ uninteressant hier. Ja, kleines Mikrofasertuch, so das sein 10x20 oder so. Ganz nett, wenn man einfach mal die Klinge vorm Foto von Fingerabdrücken befreien möchte. Das kleine Fixed in der Lederscheide. Natürlich ein bisschen Silikagel und dann noch das Datenblatt. Zum Furrier selber. Schlüsselchen schubsen wir mal weg. Und da haben wir schon die wichtigsten Daten stehen. Wir haben eine Klingenlänge von knapp unter 3 Zoll. Mag ja für einige Länder entscheidend sein, dass die Klingenlänge nicht größer ist als 3 Zoll. Klingenstärke 3,6 mm. Standard würde ich sagen für ein Fixed in dieser Größe. Gesamtlänge 17,5 cm. Theoretisch also auch noch einigermaßen hosentaschentauglich. Gewicht von 75 Gramm angegeben für die Skinner und 74 Gramm für die Harpoon Blade. Schauen wir uns gleich mal an. Die andere kommt nämlich mit Mikata. Ja, N690 als Stahl verbaut. Und Designer Ivan Braginets. Ist ja auf jeden Fall ein klangvoller Name. Soweit so unspektakulär. Packen wir das Ganze mal beiseite. Und ich mache jetzt das, was ich sonst eher nicht mache. Ich hole das zweite Modell direkt dazu. Packungsinhalt ansonsten identisch. Da finden wir keine Unterschiede. Und auch optisch gesehen ist das hier quasi das Geschwistermodell. Klar ist ja das gleiche Modell, nur eine andere Klingenform. Und in dem Fall natürlich auch eine andere Griffbeschalung. Fangen wir doch mal mit dem Olive Wood an. Nein, fangen wir mal mit dem ersten optischen Eindruck an. Und der ist, so leid mir das tut, Billow. Das Leder selbst scheint vollkommen unbehandelt zu sein. Die Nähte sehen extrem billig aus. Die Messinghülse hier, das ist in Ordnung, die sitzt gut. Aber ansonsten ist das hier wirklich, wirklich kein guter Eindruck und nicht das, was ich erwarte von einem Real Steel Modell. Die Prägung des Logos, alles sehr gefällig, aber nee,
Ich kenne gerade den Handelspreis des Modells gar nicht. Kann also jetzt nicht sagen, aber ganz ehrlich, das schafft quasi jeder Hersteller besser, selbst wenn du ein 30, 35 € Messerchen kaufst. Dann fühlt sich das Leder besser an und dann sehen in der Regel auch die Nähte besser aus. Hier oben sieht auch alles ein bisschen schief aus. Hier ist keine gerade einheitliche Linie zu sehen. Diese Schlaufen hier haben einzig und allein einen optischen Zweck. Da kriegst du vielleicht drei Stränge Paracord durch, aber keinen anständigen Gürtel. Und selbst wenn du einen Gürtel durchbekommst, einer unserer Teilnehmer kann da ein Liedchen von singen. Dann hast du folgendes Problem. Das verdammte Teil hält nicht in der Scheide. Mal abgesehen davon, dass einiges rausbröselt, aber das ist normal, das haben andere Lederscheiden auch. Es gibt null Halt in dieser Scheide. Du kannst sie nicht am Gürtel tragen. Das heißt, du bist quasi gezwungen, das entweder im Rucksack oder in der Hosentasche zu tragen. Die Verarbeitung ist gruselig. Du musst das Leder nachbehandeln. Gut, das machen die meisten von uns auch, SnowSeal oder sonstiges. Aber das hier ist kein erster Eindruck, den ich haben möchte, wenn ich so ein Messerchen auspacke. Schaut euch mal das hier an. Diese Wellenlinie hier, kann mir keiner erzählen, dass das Absicht ist. Sieht auf der anderen Seite genauso aus. Wenn es Absicht war, was zum Henker hat man sich dabei gedacht? Warum? Gut, Lederscheide. Jetzt kann man immer noch sagen, ist ein Bonus, der beim Messer dabei ist. Vergiss das Teil, lass dir eine neue anfertigen. Ich gehe aber einfach mal davon aus, dass das Messer nicht 35, 40 oder 45 € kostet, sondern ein bisschen mehr. Und dann muss ich ganz klar und knallhart sagen, die anderen schaffen es auch. Warum Real Steel in dem Fall nicht? Die können es ja, die haben es seit Jahren bewiesen. Ich bin auf meinem Kanal bei Real Steel von der allerersten Sekunde dabei. Wie hieß das? M6 damals? Stefan und ich, wir waren quasi die Ersten, die Real Steel gezeigt haben. Wir waren von den allerersten Modellen an, waren wir mittendrin. Deswegen glaube ich, dass ich mir da ein Urteil erlauben kann und sagen kann, dass sie es besser können. Das hier ist nichts. Nein, dann macht lieber eine kleine, unauffällige und leichte Kydex. Da hat jeder mehr von. Das hier ist ein Reinfall. Messerchen, optisch sehr gefällig. Eine wunderbare Skinner-Klinge. Wir haben sogar noch einen Swatch-Grind angebracht, wobei ich mir nicht sicher bin, was der bringen soll. Wir haben tatsächlich auch hier einen Harpoon-Style, werdet ihr gleich sehen. Das ähnelt sich doch sehr mit der anderen Klinge. Wisst ihr was? Die hole ich jetzt direkt mal raus. Hier übrigens das gleiche Problem. Ne? Also kleinste Bewegung sorgt dafür, dass die Klinge aus der Scheide rausplumpst. Die Messer wurden von meinen Vor-Mit-Reviewern benutzt. Das ist vollkommen in Ordnung so. Benutzungsspuren sind fein. Das ist vollkommen prima. Die Skinner-Klinge macht Eindruck. Dadurch, dass sie so hoch aufbaut, gerade im vorderen Drittel oder im Übergang vom zweiten Drittel zum dritten Drittel, würde ich mal behaupten, ist die höchste Stelle. Das ist richtig schön. Wir haben ein Jimping, das ja, fast 50% des Klingenrückens ausmacht. Also knapp Hälfte der Klinge und knapp Hälfte des Griffs. Das heißt, hier ist eigentlich in jeder Handlage, zu jedem Zeitpunkt, schönes Feedback vom Klingenrücken zum Daumen. Das passt soweit. Eine Skinner-Klinge würde ich allerdings dann eher so anpacken. Da wundere ich mich, warum dann eine Swatch angebracht ist. Die würde ich mir natürlich nicht wünschen. Das ist in dem Fall wahrscheinlich rein optischer Natur. Schön, dass das hier auch so ein bisschen geometrisch gestaltet ist. Gefällt mir optisch gut. Allerdings nutze ich eine Skinner-Klinge in der Regel ja, indem ich den Zeigefinger bis vorne an die Klingenspitze auflege und mich dann ja quasi durch, ich sag mal, Material arbeite. Und da ist dann natürlich doof, wenn es vorne zu dünn wird durch eine angebrachte Swatch. Hätte ich mir bei dem Modell vielleicht etwas anders gewünscht. Schön ist die Einbuchtung für den Daumen. Das heißt, wenn ich das Messer im Pinch Grip halte, Daumen und Zeigefinger haben hier eine kleine Mulde. Sehr angenehm zu halten, das funktioniert hervorragend. Standardgriff bei diesem Messer auch wirklich angenehm. Griff könnte ein Hauch länger sein. Wenn wir dann aber zum Ringtail kommen, dann ist dieses Messer meiner Meinung nach die nächste große Katastrophe. Ihr seht schon, was mein kleiner Finger da vorne veranstaltet, wenn er durch den Ring geht.
Das ist weit, weit weg von der natürlichen Fingerhaltung. Der Finger wird richtig nach unten weggedrückt und nach wenigen Minuten fängt das an, richtig weh zu tun. Vor allem, wenn ich vorne Druck ausübe, ist hinten der Effekt noch mal größer. Ihr seht das vielleicht. Der Winkel ist zu klein. Hier haben wir einen fast gerade durchgehenden Griff. Ich wünschte jetzt, ich hätte das Lion Steel H2 noch hier. Das hat mich vor ein paar Wochen verlassen. Einen ganz, ganz lieben Messerbuddy. Schöne Grüße gehen raus. Das ist viel deutlicher abgewinkelt nach hinten und dadurch hat es eine komplett natürliche Griffhaltung. Hier hast du einen Griff, der hat, was ist denn das hier, 10 Grad, 15 Grad maximal abgewinkelt nach unten. Das heißt, wenn ich das Messer ganz normal greife, ist das die natürliche Haltung. Da sind die Finger so, wie sie sein sollen. Stecke ich den kleinen Finger hier hinten durch, dann breche ich mir fast den Finger am Gelenk. Das ist nichts. Das ist gar nichts. Das könnte ein richtig gutes Messerchen sein, hätte man auf den Ringtail verzichtet. Ja, das sind viele, viele Kritikpunkte direkt zu Beginn. Irgendwie will ich es doch mögen, denn mit dem N690 in dieser außergewöhnlichen Klingenform gefällt mir das eigentlich ganz gut. Machst einen normalen Griff dran, eine kleine Kydex, hast ein ja, außergewöhnliches kleines bis mittelgroßes Fixed. Ne, mittelgroß bei Fixed ist Quatsch, das ist immer noch ein kleines Fixed für die Hosentasche und kannst richtig was damit anfangen. In dieser Ausführung ist das Teil ein Flop. Ich glaube nicht, dass ich jemals so hart geurteilt habe und es tut mir wirklich leid, Stefan. Nach langer, langer Zeit nochmal die Möglichkeit, dass wir gemeinsam einen Pass-Around machen. Und ich glaube, dass ich weiß nicht, ob ich jemals so ein hartes Urteil gefällt habe über ein Messer, das zu mir gekommen ist. Es tut mir wirklich, 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 wirklich leid. Ja, ich würde es gerne mögen. Es hat definitiv ein paar tolle, tolle Seiten. Aber ein Ringtail, der als Ringtail nicht funktioniert, in einer Lederscheide, die ihren Job nicht tut und dazu noch aussieht wie Grütze, ja, schwer, ne? Also das ist wirklich schwer, dieses Kind dann noch zu lieben. Haben wir die Harpunenklinge, natürlich wesentlich alltagstauglicher, echt gelungen. Hier hättest du einen prima Alltagsfix. Mach einen ganz normalen Griff draus. Das Jimping ist meiner Meinung nach ein bisschen weicher bei dem Modell. Ja, definitiv weicher. Also hier gibt es Unterschiede in der Ausführung des Jimping, obwohl das ja, die fallen ja wahrscheinlich in der gleichen Schicht aus der gleichen Maschine, die Rohlinge. Hier ist es ein bisschen softer im normalen Hammer Grip, fast schon ein bisschen zu kurz. Das könnte tatsächlich noch einen Zentimeter weiter nach vorne gehen. Hier habe ich aber nicht das Problem, die Klinge nutze ich auch nicht, dass ich den Zeigefinger bis ganz vorne auflegen muss. Also hier, das ist dann eher das Modell Packung öffnen, schnitzen oder sonst was. Natürlich ist hier das gleiche Problem mit dem Ringtail und wegen der Mikata-Griffschalen und der etwas alltagstauglicheren Optik finde ich es hier noch ein bisschen mehr schade, dass es hier nicht gelungen ist, denn dieses Teil könnte ich mir tatsächlich dann in der Verbindung entweder mit einer vernünftigen Lederscheide oder mit einer Kydex oder tatsächlich vielleicht auch mit einer Cordura-Scheide mit Inlay, könnte ich mir dieses Teil wirklich als kleines Outdoor-Messerchen vorstellen, so als Backup oder was auch immer. Das Mikata fühlt sich gut an, es sieht gut aus. Die Olivenholzgriffschalen finde ich fast ein bisschen zu stumpf und fast ein bisschen zu trocken. Die könnten wahrscheinlich mal ein sattes Ölbad gebrauchen. Das Mikata ist vollkommen prima. Fühlt sich in fast allen Grifflagen ordentlich an. Natürlich ist hinten durch den Ring, weil dann auch die Scales fehlen, ein bisschen wenig Material. Deswegen beurteile ich mal die ersten drei Finger und da könnte das Ding wirklich was taugen. Als Ringtail genutzt, von der Länge prima, von der Ausführung mangelhaft. Das war leider nichts. Real Steel, das ist selten, dass so ein vernichtendes Urteil bei mir fällt, aber man muss es ansprechen, wenn es so ist. Gefällig sind die Klingenformen allemal. Vielleicht nicht bis ins letzte Detail durchdacht. Die Ausführung als Ringtail ist komplett in die Hose gegangen, genauso die Lederscheide. Ja, und dann gab es noch den kleinen Unfall. Ja, das ist dann, ihr könnt es im Video dann auch die Erklärung dazu hören. Tatsächlich beim Anbringen an den Ledergürtel aus der Scheide rausgerutscht und natürlich direkt bei einem meiner Vollrezensenten auf dem Boden gelandet und genau auf der Spitze.
Das ist dann was, da müsste man ja fast den Hersteller für verantwortlich machen. Das ist definitiv keine User-Schuld, wenn die mitgelieferten Teile so sehr versagen, dass das Teil beschädigt wird. Und ja, es wurde nicht aufgearbeitet, es wurde nicht nachgeschliffen, einfach aus dem Grund, dass wir alle quasi dann mit dem in Anführungszeichen Werkschliff noch was tun können, arbeiten können im Video, beziehungsweise das dann auch beurteilen können. Ich finde, das Olivenholzmodell fühlt sich immer noch sehr scharf an. Natürlich ausgeprägter Belly sorgt natürlich auch für eine sehr geringe Auflagefläche der Schneide. Das heißt, hier hast du immer einen sehr, sehr guten Effekt beim Schneiden. Ja, boah, ich bin ein bisschen, komme an meine Grenzen, weil es mir wirklich leid tut. Es tut mir leid für den Stefan, der das organisiert hat. Es tut mir leid für die Jungs, die vor mir dran waren. Wo ich aber dann aus den paar Minuten, die ich gesehen habe, ich werde mir jetzt, wenn ich fertig bin mit Drehen, werde ich mir selbstverständlich die Videos auch noch in Gänze anschauen. Tut es mir einfach leid für alle Beteiligten, dass das Urteil hier so negativ ausfällt. Es ist einfach nicht wirklich gelungen und das tut mir leid. Ich wünschte, ich könnte dieses Video mit etwas Positiverem beenden. Machen wir einfach mal. Stefan, ganz, ganz lieben Dank, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, nach so langer Zeit nochmal an einem Pass-Around teilzunehmen. Ich werde die Messer gut und sicher verpacken. Bei mir sind versprochen keine weiteren Beschädigungen dazugekommen. Es hat richtig Spaß gemacht, die Dinger mal genau unter die Lupe zu nehmen. Unabhängig vom Ergebnis, es ist immer interessant zu sehen, was auf den Markt kommt und das Ganze dann vielleicht auch mal mit einem neutralen oder unvorbelasteten oder wie auch immer Auge zu beurteilen. Ich glaube, das ist mir gelungen. Es ist ja, es wird den YouTubern immer vorgeworfen, dass sie das, was sie in die Hand bekommen, immer über den grünen Klee loben, sich keine objektive Meinung bilden, weil sie ja bezahlt werden oder sonst irgendwas. Dazu habe ich ja schon mehrfach Stellung bezogen. Wir werden nicht bezahlt, also ich werde nicht bezahlt, das kann ich ganz klar so sagen. Ich habe meine Videos monetarisiert. Ich glaube, im Schnitt bringen meine Videos 3,06 Euro. Das ist also noch, das zahlt noch nicht mal die Portokosten. Ja, was soll ich sagen? Davon kann keiner leben, davon machen wir uns keinen schönen Tag. Unsere Meinungen sind definitiv nicht gekauft und es gibt dann Tage wie heute. Da hört man es dann auch mal ganz deutlich, ja, dass man halt manchmal auch einfach Grütze in die Finger bekommt. Es tut mir wirklich leid. Also, trotzdem, lieben Dank an alle, die vor mir dran waren. Lieben Dank an Stefan. Es hat trotzdem, trotz allem, richtig, richtig Spaß gemacht. Ein negatives Urteil bedeutet ja nicht, dass es keinen Spaß gemacht hat. Von daher, alles tippitoppi. Ich werde die Messer auch definitiv ohne Groll und ohne Gram wieder verpacken. Spaß gemacht haben sie ja trotzdem, auch wenn man am Ende zu einem Urteil kommt, dass sie vielleicht nicht wirklich für einen taugen. Es wird mit Sicherheit Leute geben, die genau das gesucht haben. Von daher, ne? Also, ich hege keinen nachhaltigen Groll gegen das Real Steel Furrier. Es ist nur einfach nicht mein Schnack. Ich hoffe, die Punkte, die ich angesprochen habe, waren nachvollziehbar. Ich hoffe, ihr hattet einigermaßen Spaß bei dem Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, wann immer ihr das Video seht. Und ich sage wie immer, wir sehen, hören und lesen uns schon bald wieder. Bis dahin, bye bye.